Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute und liebe Freunde, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Wir befinden uns bei dieser Serie, bei der Folge 5. Die Weekend League Rewards machen wir gemeinsam auf. Food Champions war wieder am Start und ich habe 28-2 geschafft. Endlich hat sich das ganze Training bezahlt gemacht und vor allem das Mentaltraining mit der Melanie hat mir auf jeden Fall geholfen. Und wir machen wiederum die Division Rivals Rewards auf. Hier haben wir wieder Rang 2 geschafft in der ersten Liga. Leider um 1000 Punkte. Wegen der Müdigkeit konnte ich gestern nicht mehr Rang 1 erzielen. Aber egal, wir nehmen trotzdem das mit, was wir haben. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Meine lieben Leute, das ist das aktuelle Team der Woche, was wir ziehen können. Auch eine Neuigkeit für euch natürlich ist, dass jetzt die Rewards nicht mehr am Donnerstag um 20 Uhr immer kommen, sondern genauso wie die Division Rivals Rewards gemeinsam Donnerstag in der Früh. Eine coole Sache, somit muss man jetzt nicht warten auf die anderen Belohnungen, sondern man kann alle gleichzeitig aufmachen und das ist natürlich geil. Ja, leider ist kein Sergio Ramos dabei und kein Sterling. Die hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, dann wäre das Team of the Week auf jeden Fall viel besser als wie das jetzige. Nichtsdestotrotz, wir nehmen das einfach an, was da ist. Und wir hoffen einfach, dass wir entweder den lieben Mertens ziehen. Mertens auf jeden Fall eine sehr interessante Karte und kann uns definitiv aber auch finanziell weiterhelfen. Ja, aber Super Sub, Alter, wäre das schon geil. Werner, keine Suche auf dem Transfermarkt, schmeckt. Wäre als Sub auch in Ordnung und von dem bin ich echt gespannt, was da so passiert, wenn ich den ziehen sollte, weil sehr viele haben sehr viel Positives von dem Felipe Anderson auch gesagt. Da gibt es ja auch eine OTW-Karte, der hat schon, glaube ich, seinen zweiten oder dritten Inform. Der scheint gut abzugehen. Hoch, 4 Sterne schwachen Fuß, 4 Sterne Skills, also scheint schon gut zu sein, richtig schnell, Tripling 90, also ich glaube, das kann ein Messi sein. Ja. Auf jeden Fall, einer von die drei soll es auf jeden Fall werden in den roten Karten zum Picken und dann natürlich im Team der Woche. Ja. Also in diesem Sinne, drückt mir die Daumen, weil der Rest ist definitiv nicht zu gebrauchen und werden Abstoß in Forms, beziehungsweise dann für SBCs. Jeder weiß, ich hasse SBCs, nicht interessant. Der Quaresma ist leider vom Schuss her sehr schlecht, sonst wäre, glaube ich, auch nicht so schlecht. Musste man dann probieren. Aber ja, mal schauen. In diesem Sinne, toi toi toi. Ich wünsche euch viel Glück beim Packs ziehen. Und natürlich, ich hoffe, ihr wünscht mir viel Glück. Und let's go, Digga. So, meine lieben Leute. Wir holen uns mal die Division Rivals Belohnungen. Wie gesagt, leider, ich hatte 30.000 Skillpunkte, 31.800 oder so haben dann für Rang 1 gereicht. Leider ging sich nicht aus. Ich habe bis 1:30 in der Früh gespielt, aber ich war dann so todmüde und ihr wisst selbst, wenn man müde ist zu spielen, macht einfach keinen Sinn. Deshalb wie immer, Liga 1, Rang 2 und wir nehmen Option 2, weil es einfach wichtig ist, Packs zu ziehen und natürlich auch spannend ist für euch und für mich. In diesem Sinne nehmen wir das eine Pack und hoffen auf jeden Fall, dass da diesmal ein Walkout oder so drin ist. Mal war bei der Division Rivals Rewards nie irgendwie ein Walkout oder irgendwas Gutes. Das war irgendwie ein bisschen immer mies, meiner Meinung nach. Wenn ich so sehe auf Twitter oder Instagram, was die Leute immer so ziehen, denke ich mir, oh, warum auch nicht ich? Aber egal. We will see, step by step. Ja, so schaut dieses Pack aus. Glückwunsch. Hier kommen deine Wochenwettkampfboni für die Division Rivals. Ja, mein Freund, das weiß ich. So, und wie gesagt, 28-2. Mein bestes Ergebnis in dieser Saison. 5 Weekend Leagues und jetzt sind wir angekommen, wo wir ankommen sollen und wo es hin soll, das Ganze. Und ja, ich bin glücklich. Ich hoffe, ihr seid auch stolz auf mich. Und ja, wir eröffnen jetzt die Rewards gemeinsam von den Food Champions. Oh mein Gott, und ich glaube schon wieder, PlayStation hängt da mal wieder, hat wieder mal richtig Bock. Es hat wieder jedes Mal, denke ich mir, wie kann das sein? Es hängt und es hängt und es hängt. Aber ja, das ist halt ein Spiel. Computer machen Fehler. So, ja, wir haben die Elite 1 abgeschlossen. Nach jetzt kurzer Wartezeit sehen wir hier unsere Belohnungen. Dreimal Spielerwahl, Spezialobjekte, diese rote Karte zum Picken. Dann 125.000 Münzen, 2.000 Champions-Qualifikationspunkte und 4 Packs. Davon zweimal Team der Woche Packs. Wird jetzt nicht angezeigt, weil schon wieder
die PlayStation bzw. eSports mal richtig wieder gönnt. Ja, die letzten Male haben wir rechts angefangen. Am Anfang hat es wirklich gut funktioniert mit Mbappé, Alexandro. Danach ist es richtig abgeschwächt. Dann haben wir es in der Mitte probiert. Mit letzter Woche Suso oder wie der heißt. Schaut auf jeden Fall mein letztes Video an, was da so bei rumkommen ist. Deshalb fangen wir diesmal von links nach rechts an. So wie wir auch eigentlich ein Buch lesen. Und in diesem Sinne wünschen wir mir und euch alles Gute. Let's go! Oh my goodness. Oh my goodness. Wir fangen mit einem 84er an. Min Hazard. 84 Tempo, 80 Schießen, 84 Passen, 86 Dribbling. Ja, nehmen wir mal mit. Aber wollen wir definitiv mehr. Wir haben Hunger. Und deshalb sage ich, nehmen wir gleich die Mitte. Wie gesagt, von links nach rechts. In diesem Sinne, go, 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 ihr Sports, FIFA. Gönn's mir, gönn's mir, gönn's mir. Oh my goodness. Oh my goodness. Ja, wir müssen den 84er nehmen, den Boletti. Ist einfach so, ist halt einfach das höchste Ranking. Weil er einfach für die SBCs oder so dann interessant ist. Einer Stamp für einen Schuss, 62 passen. Ein Stürmer, der nicht passen kann, Alter, ist Katastrophe. 685 Rippeln, oh mein Gott. Das ist ja wirklich ein Baumstamm, der sich nicht bewegen kann. Ja, dich nehmen wir trotzdem mit. Und in diesem Sinne machen wir ein Nose-Pack für das letzte Pack von den roten Player-Picks, den wir ziehen können. In diesem Sinne, come on, baby, come on, come on. Oh my goodness. Es ist einfach so mies, dass die Hüfte auch da hat. Katastrophe. Ich weiß gar nicht, wem ich von den 284er nehmen soll. Ne? Es ist einfach... Pff. Es ist einfach beides so mies, das ist unfassbar. Ja, Joe Mario gefällt mir einfach besser, also so vom Spiel her, als Persönlichkeit und das Ganze. Deshalb picken wir dich. Ah, ein Satz mit X, es war wohl nix und das war nicht das, was wir uns erhofft haben, aber es geht ja gleich weiter. Okay. Es muss besser werden. Es muss besser werden. Positiv denken, positiv denken. Wir haben jetzt 7 Packs und wir fangen diesmal von rechts nach links an und fangen definitiv einmal mit den ersten 2 Jumbo Premium Gold Packs an. Und ich würde sagen, let's go. Haut mir ein Walkout raus. Lasst es krachen. eSport, Cine Games. Okay. Okay. Ja, schnell bist du wenigstens. Ganz, ganz gut. Das ist definitiv Bombe. 90 Tempo, Alter. Außenverteidiger. Bombastisch. Aber ich kann den nicht gebrauchen, mein Freund. Ich kann den nicht gebrauchen. Was war da noch so drin? Das gehen wir gleich mal weg. Enko, lass mal. Ja. Rest gehen wir mal zum Verein. Und ich würde sagen, wir gehen da weiter gleich direkt. Und machen das nächste Jumbo Premium Goldback. Oh yeah, was los, eSports in the game. Der ist aber gar nicht, ganz ehrlich, den kann ich empfehlen, wenn ihr nicht viele Münzen habt oder so. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Sechser. Ich glaube, der kostet 1800 Münzen oder so. Den hatte ich in meinem YouTube-Video, wo wir um die 100k-Teams gesprochen haben. Ich nehme auch auf jeden Fall, oh, Entschuldigung, mit. Rauf nochmal, sorry, sorry guys, sorry Jungs, sorry Mädels. Weil wir wissen ja nicht, was wir mit dem machen können. Spielerfitness, Shadow, lass mir ein Vertragspack. Wir haben ein Vertragspack. Katastrophe. So. Das öffnen wir schnell. Wir machen ja alles live, weil wir live ist. Live ist live, ne? So, meine Damen und Herren, wir gehen zum Jumbo seltenes Spielerpack. 24 selten, alle Gold. Auf geht's, eSports. Unfassbar, ich verstehe nicht, was am... Oh? Oh, okay. Da bin ich interessant, was der Wert ist, weil... England, Premier League immer, vor allem ein 81er Stürmer, 85 Tempo.
Der spielt auch eine hervorragende Saison. Ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Zuerst also miese Stimmung. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Was war noch so drin? Oh, Manolas. Ist der jetzt eigentlich teuer geworden? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Jungs. Ich will nur kurz gucken. Okay. 20k. Das ist definitiv, glaube ich, ein Abstoßtyp. Ja. Aber Manolas kriegt vorne. Ja. Zwei Informs. Ich meine, ein Unpack ist ja grundsätzlich mal geil, ne? Aber ja, es sind halt jetzt nicht die besten, ne? Malolo ist ein bisschen, glaube ich, teurer geworden aufgrund der Inform. Okay, ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Nehmen wir mit. Und ja, es geht weiter, meine Damen und Herren. 4 Packs noch. In diesem Sinne, 1, 2, 3, 4. Go, 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 go. Ich habe 5 auf. So, come on. Oh Gott, wer so gut. Oh Gott, wer so gut. Aber ihr gönnt nicht. Aber es kommt wieder ein Bordspieler. Und diesmal ist kein Inform, sondern Torwart. Portugal, Olympique Lyon. Lieber Lopez, 84er. Welcome zu Hashtag Mario Army. Aber auch du bist nicht zu gebrauchen, mein Freund. Leider, leider, nein. David Luiz, Arnautovic, Gnabry. Dumbia, du bist nichts wert, mein Freund. Deshalb stoßen wir dich ab, mein Freund. Tut mir leid, mein Freund. So, ultimatives Pack. Jedes Woche geht es immer um Schwitzen, 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 Schwitzen. Division Rivals, erste Liga, bestes Training, Schwitzen, Schwitzen, Schwitzen. Und jetzt gib mir mal ein Schwitzer-Pack, dass ich auch schwitze. Auf geht's! Come on! Kein Walkout. Wieder nur ein Boardspieler. England, Torwart, Everton, Pickford. In echt bist du Bombe, Junge. Aber in FIFA kann ich dich nicht gebrauchen, mein Freund. Ah! Hey, was ist mit meinem Luck los? Mein Luck ist weg. Mein Luck ist weg. Macht's mal bitte in die Kommentare. Hashtag Luck weg. Luck weg. Luck weg. Luck weg. Forsberg, Lukas, ne, Mandy. Na 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 na. Alle mal zum Verein und du bist wahrscheinlich wieder. Einer zum Abstoßen, weil die 750 da, die 150 Münzen brauche ich nicht. So, wir bleiben aber der Linie in dieser Folge treu. Wir machen weiter bei den richtigen Special Packs. Jetzt in den roten Packs haben wir von links nach rechts und wir bleiben jetzt dabei. Wir bleiben gläubig und wir ziehen das einfach durch. Auf geht's. Ihr wisst Bescheid. Mertens, Werner oder dieser Andersen. Komm. Wir können 6 Spieler ziehen, davon will ich einen von den 3 haben. Bitte. In diesem Sinne, küsste X-Taste, liebe Freunde. Küsste X-Taste. Oh. Ja, oh Gott! Come on jetzt! Come on jetzt! Come on! Portugal? ZM? Inter! Joe Mario! Dich habe ich schon in Rot! Gönnst doch die anderen, die ich nicht habe! Aber wir bleiben beim Küssen, glaube ich. Küssen ist die wahre Macht. Puh, Joe Mario, was bist du wert, Inform? Was bist du wert, mein Inform? Boah, und die anderen sind ja richtig, richtig grottig. Und die anderen sind wahrscheinlich Abstoß, ne? Ja, Abstoß. Abstoß. Küssen trotzdem, weil wir hatten einen Walkout. Wir hatten einen Walkout. Deshalb, in diesem Sinne, küssen wir nochmal. Come on, ihr einmal jetzt in dieser Folge für die Fans, für alles. Walkout ist da. Komm, geile Flagge, ist da. Deutschland, Stürmer, Werner. Hey, my friend. Yo, coole Karte, ne? Ja, wenigstens ein 86er, ne? Timo Werner spielt auch eine hervorragende Saison, ist auch schon gleich der zweite Inform oder so, was der hat. Auf jeden Fall eine interessante Karte.
Die Finesse-Schüsse 1 habe ich mir angeschaut, sind nicht so OP, aber als Stürmer auf jeden Fall zum Bringen. Aber ich glaube, ich werde ihn verkaufen. Mal schauen, was er wert ist und wie die Weekend League jetzt ich angehen werde und was die Münzen dann im Endeffekt für mein Team dann wirklich bringen. Weil wir schauen uns dann mein Team am Ende des Tages in dem Video auch an und da werden wir sehen, dass jetzt mit so wenig Coins nicht viel zu machen ist, außer vielleicht noch einen Sub zu holen. Ja, welcome Timo Werner. Grüß dich, mein Freund. Was ist da noch drinnen? Ja, den Spieler, den wir schon einmal gezogen haben. Was ist der liebe Werner eigentlich wert? Preis verlage ich? Gibt's noch keinen. Warum? Entweder alle schon wieder verkauft und es gibt keinen Transfermarkt oder alle behalten ihn oder keiner zieht den. Bin ich die erste Legende, der die Legende zieht oder was ist los hier? Okay. Du bist wahrscheinlich ein Abstoß. Aber wenn wir den jetzt noch verkaufen, ist glaube ich noch nicht so ein Abstoß. Und dich, ja, dich verkaufen wir gleich. Weil dich haben wir schon. Gibt's mir nur kurz eine Sekunde. Wie gesagt, auf Footbin seid ihr immer am aktuellsten Stand. Ja. Ich möchte ihm ja verkaufen und will jetzt nicht ihm abstoßen, wenn er eigentlich viel mehr wert ist, Jungs. Ah, der hat auch eine OTW-Karte. Verstehe, 25.000 ist der wert. Also falls ihr ihn zieht, wisst ihr Bescheid, um wie viel ihr ihn verkaufen könnt. So, und die anderen gehen wir mal in den Verein. So, meine lieben Leute, das war's mit der 5. Folge in meiner Serie Food Champions Rewards und Division Rivals Rewards. Ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann ich jetzt noch nicht so ganz für mich entscheiden, muss ich ehrlich sagen. Eher geht's in die negative Richtung, weil ja, klar, Mertens, Werner oder Andersen war das Ziel. Werner ist es geworden. Also somit kann ich jetzt nicht so ganz unzufrieden sein, wenn ich im Vorhinein sage, einer von den drei Spielern möchte ich haben. Einen haben wir davon gekriegt. Ja, deshalb, ja, kann man eigentlich zufrieden sein, wenn man so eine Erwartungshaltung hat. Aber ja, im Endeffekt will man immer mehr. Wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ja, was ihr jetzt sehen könnt, noch zu guter Letzt und zum Abschluss des Videos. Das ist mein Team, mit dem habe ich 28-2 geholt und das war auch die erste Weekend League mit meinem Game Changer. Er spielt bei mir rechts im Sturm und seit er da ist, hat sich mein Spiel auf jeden Fall nochmal verbessert. Sei es jetzt bei Kopfbälle, sei es jetzt bei Ballabschirmen, sei es einfach beim Schießen, bei R1-Schüsse. Einfach, der ist so ein Allrounder, der kann alles. Und deshalb ist er für mich mit Abstand die wichtigste Legende, weil du alles mit dem machen kannst. Alles, überall. ZM, ZDM, ZOM, LM, RM, Stürmer, alles. Du kannst ihm auch im Notfall in Innenverteidigung geben oder rechte Außenverteidigung, linke Verteidigung. Tor vielleicht nicht, aber sonst kannst du alle 10 Positionen den spielen lassen. Bombe. Grüße gehen raus, danke und ich hoffe, du machst mich weiterhin glücklich. Ja? 4 Mille, war auch schon ein bisschen was wert, ne? Dafür musste ich Eusebio leider verkaufen, aber im Endeffekt war das auch so gewollt. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen, ja? Bitte, bevor ich jetzt mich verabschiede, möchte ich, dass ihr wieder in die Kommentare schreibt, was ihr gezogen habt, wie ihr eure Weekend League abgeschlossen habt und dann zu guter Letzt würde ich mich wie immer freuen, Support ist kein Mord, ihr wisst Bescheid, nur ein kleiner Daumen hoch plus ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, macht ihr mir schon die größte Freude und deshalb würde ich mich über jeden einzelnen Support unterstützen und jeden neuen, der in die Mario Army kommt, natürlich herzlich begrüßen. Ja. Und in diesem Sinne wünsche ich euch wieder alles Gute für die kommende Weekend League. Denkt's dran, denkt wirklich dran, macht nach einer Niederlage Pause, teilt euch die Spiele wirklich gut ein, ich kann euch wirklich das nur empfehlen, das macht mich aktuell stärker. Und wenn es mich stärker macht, macht es euch auf jeden Fall stärker. Ja? Deshalb, hört drauf, was ich sage. Ich will euch helfen. Ihr helft mir mit eurem Support. Und danke fürs Zuschauen. Danke für alles. Und in der Beschreibung natürlich sind meine anderen Social Media Kanäle verlinkt. Auf Twitter, auf Instagram, Facebook bin ich mörderaktiv. Auf Instagram natürlich mit die Stories am meisten. Aber natürlich würde ich mich überall über ein Follower und ein Abo freuen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Alles, alles Liebe, alles Gute, viel Erfolg am Wochenende in der Weekend League, wie gesagt. Genießt das Wochenende mit der Familie, mit Freunden. Geht's einmal auf den Putz, schaltet's mal ab, wenn euch FIFA nervt. Aber nichtsdestotrotz,
FIFA ist die größte Liebe, auch wenn es manchmal Hassliebe ist. In diesem Sinne, wir lieben euch alle, ich liebe euch. Alles Gute, danke fürs Zuschauen, ciao, ciao und bye, bye.